Ich muss heute alles in Brawl Stars kaufen, was Lukas zeichnet. Let's go! Du musst jetzt den SpongeBob-Skin für 400.000 Krusty Cash kaufen. Oh, legendärer Starflug! Hey Leute, Crymax hier. Was geht ab mit Paul Berger? Wir sind heute mal wieder zurück in Brawl Stars und wir sind nicht allein unterwegs, sondern mit Lukas. Was geht ab? Was geht, Freunde? Moin Moin! Leute, ich muss auch ehrlich sagen, ich habe schon richtig Angst vor dem Video heute, denn ich muss einfach alles machen, was Lukas heute zeichnet. Also, ich würde sagen, Lukas, du darfst jetzt hier einfach direkt mal anfangen. Ich bin in Brawl Stars und ich werde hier komplett ohne Ausnahmen alles machen müssen, was du zeichnen wirst jetzt hier. Oh, okay. ich hab echt schon ein bisschen Angst. Letztes Mal ist das voll eskaliert. Ey. Ja, heute wird's noch schlimmer, Max. Du kannst es schon mal warm anziehen. Wie noch und schlimmer? Schon mal Kreditkarte bereit machen, ne? Die wurde letztes Mal gesperrt wegen dir. Ja, heute wird die so gelöscht aus dem System wegen mir. Bestimmt. Ach du Heilige. Ach du, das wird teuer, Leute. Lasst dafür bitte jetzt alle mal ein Like und ein Abo da. Supportet hier mal. So, Max. Also, es geht los. Bist du bereit? Ja. Oh okay, Gott, was malt ihr da? Was ist das? Eine Tupperbox. Genau, das ist eine Tupperdose, Max. Du musst jetzt zu Lidl rennen. Okay. Was ist das, Leute? Oh mein Gott. Okay, warte mal. Ich habe schon eine Vorahnung. Warte mal, ich guck mal kurz, ob das so aussieht. Okay, guck mal. Okay, ich sehe schon. Ich sehe schon. Okay, und es gibt bei den Champs auch nur eine Sache, was in so einer blauen Box ist. Und das ist das 2000-Champs-Paket? Ja, Max, jetzt warte mal kurz, ne? Also erstmal 120 Euro hier schon wieder. Bro, ich hab warum fängt es hier direkt wieder nur mit Geld an? Bro, hallo, jetzt entspann dich mal. Guck mal, hier steht noch das hier, ne? Plus 25. Okay, 15. Ja, okay, man kriegt 25%, ja. Genau, aber das Wichtige kommt jetzt noch. Wie? Guck mal, Max, wir sind ja jetzt hier nicht so Schmalspur unterwegs heute, ne? Es ist doch aber das 2000er-Paket. Mehr geht doch gar nicht als das 2000er. Doch, es geht tatsächlich mehr. Hey, es gibt nur ein 120er-Paket. Ja, Bro. Kannst du Mathe oder nicht? Ah, ich muss zweimal kaufen oder was? Ja, natürlich. Ey, Bro, das Video startet hier eine Minute und ich muss hier direkt schon wieder 240 Euro ausgeben. Ja, Bro, glaub mir, die wirst du noch brauchen heute. Ey, Leute, oh mein Gott. Okay, ey, das eskaliert hier schon wieder komplett. Ich mach das jetzt hier mal. Zack, ja. Okay, Leute, Lukas übertreibt wirklich wieder. Bro, was soll denn das heute noch werden hier? Kaufen. Oh mein Gott, Leute. So, ich habe jetzt hier über 4000 Champs aufgeladen. Wir kriegen jetzt hier direkt sogar noch einen Star-Drop und Sachen geschenkt, weil wir hier so viel gekauft haben. Ach ja. Du Heilige, was geht denn hier ab? Oh ja, mein Bro, Gott. Also, sogar noch einen Epic Star-Drop hier geschenkt. Ja. Ey, man kriegt ja hier voll die Geschenke, wenn man so viel auf einmal ausgibt. Okay. Ja, das ist crazy. Na gut, also Lukas, ich habe die erste Aufgabe erledigt, ja. 4400 Gems habe ich jetzt hier aufgeladen. Sehr gut, Max, sehr, sehr gut. Okay, dann kommt jetzt die nächste Sache. Okay, Max, bist du bereit? Ja, ich hoffe, es wird nicht wieder so teuer werden. Ja, das wird dir dieses Mal gefallen, glaube ich. Was ist das sehr, denn? Sehr gut sogar. Okay. Ja. Was ist das? Ja, Bro. Was hat das mit Brawl Stars zu tun? Was ist das? Bro, warte erstmal ab, ja? Das ist auf jeden Fall sehr, sehr krass, was jetzt kommt. Vertrauen. Okay, es sieht irgendwie, jetzt sieht es ein bisschen wie ein Auto aus. Was soll das sein? Ah, Bro, entspann dich jetzt mal. Warte doch mal ein bisschen ab hier, weißt du? Okay. Jetzt hier erstmal in Brawl Stars gucken, wie das genau aussieht. Hä, das ist safe ein Auto, das sieht aus wie ein Lambo. Ja. So, okay. Ja. Was ist dein erster Eindruck schon mal? Es ist ein Lambo und jetzt wieder orange. Bro, ist es dein Lambo? Vielleicht. Was hat das jetzt? Du darfst meinen Brawl Stars bestimmen. Was hat das jetzt mit deinem Lambo zu tun? Ja, okay, Bro. Also guck mal, das ist das Erste. Du hast das schon mal richtig erraten. Das ist mein Lambo, okay? Ja. Und jetzt? Soll ich dir jetzt ein Lambo in Brawl Stars kaufen als nächstes? Ja, warte mal. Und zwar, jetzt kommt was sehr Wichtiges noch dazu. Hä? Das sieht aus wie das Logo von Matchmasters. Ja, warte. Vielleicht bist du dir gleich endgültig sicher, Bro. Bro, das ist das Logo von Matchmasters. Ja, ist richtig. Und was ist jetzt dein Lambo mit Matchmasters? Max, ich will, dass du mit mir Lambo fahren gehst, mit meinem Lamborghini. Und wir im Lamborghini mein neues Lieblingsgame zocken. Können wir gern machen, aber du weißt schon, dass ich dich zerstören werde jetzt. Bro, was wird zerstören? Komm jetzt erstmal zu mir vorbei und dann machen wir das, okay?
Okay, gut, Leute, wenn das die Aufgabe ist, dann werden wir jetzt kurz Lukas zerstören. Let's go. Und für die Leute, die vielleicht Matchmasters noch nicht kennen, über 60 Millionen Downloads, Leute. Also schließt euch auf jeden Fall der Community an. Übelst cooles Spiel, um gegen seine Freunde zu spielen. Ihr werdet jetzt hier sehen, wie ich jetzt hier gleich Lukas zerstören werde. Ich zerstöre dich, so, Alter. So, lad mal jetzt hier ein. Zeig mir erstmal den Einladungscode. Ich habe auch schon mein Lieblingsbooster ausgewählt. Alter. Ich werde dich komplett hops nehmen, sage ich dir. Okay, ich werde auch meinen Lieblingsbooster jetzt hier auswählen. Ich glaube, ich werde dich hier nämlich komplett hops nehmen. 60 Millionen Spieler aus der ganzen Welt. Über 5 Millionen Spieler aus Deutschland. Die neuesten Booster sind Mixi, Mio und Swapit. Die Chelly ist die Silberbooster, die aktualisiert wurde und für Anfänger. Okay, ich darf starten. Ich bin dran. Meine Runde, sehr gut. Bam, guck mal, ich hole mir jetzt nämlich erstmal hier die blauen Sterne. Damit lädt man nämlich seine Ultimate auf. Oh, guck mal jetzt schon. Hä? Junge, du hast schon im ersten Zug deine... Digga, was? First Round Ultimate aktiviert. Das ist dein Ende, Bro. Das ist dein Ende. Digga, was soll ich hier machen? Mann, was soll das denn, Digga? Ich konnte nirgendwo meine Ult holen. Bro, du mit deinem Octopus hier, Digga. Der Octopus auch wirklich OP, Leute. Das ist richtig krass. Bro, ich sag ehrlich, du hast mich zerstört, Mann. Bam, guck mal hier. Zack, zack, zack. Hier nochmal die Springer. Boah, guck mal, fast schon wieder Ultimate voll. Hä? Bisschen aufgeholt habe ich noch. Let's go, Leute. Die Runde geht an mich. Wer jetzt auf jeden Fall Bock bekommen hat auf Matchmasters, ladet euch das Game jetzt runter. Link in der Videobeschreibung oder hier über den QR-Code. Denn es gibt auch noch etwas zu gewinnen. Und zwar unter allen, die 250 Trophäen erreichen auf ihrem Account. Da könnt ihr eine von 5 Merch-Paketen mit Autogrammkarte gewinnen. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Macht mit, zockt Matchmasters und dann jetzt let's go, weiter geht's mit der nächsten Aufgabe. Oh. So, also Lukas, ich hab's dir ja gesagt, ich zerstöre dich in Matchmasters. So. Ja, Bro, easy. Ich bin ehrlich, ich hab nicht damit gerechnet, du hast mich echt aufs genommen, Digga. So, okay, stark. Ja, gut. Jetzt kannst du ja hier in Brawl Stars weitergehen, so nach der kleinen Abreibung. Das hast du davon, weil du mich hier schon wieder so viel Geld ausgeben lässt. Ja, Bro, jetzt wird's noch viel schlimmer, vertrau mir mal, okay? Leute, hätten wir ihn vielleicht doch lieber gewinnen lassen. So, Max, jetzt wird's richtig krank, Digga. Wie, jetzt wird's erst krank? Oh mein Gott, das wird jetzt komplette Zerstörung, sage ich dir, okay? Bist du bereit? Ja, Bro, ich sehe doch jetzt schon wieder, das hat doch schon wieder die Form von irgendeinem Angebot im Shop. Ich muss doch jetzt schon wieder irgendwas kaufen, Leute. Ja, Bro, nicht nur irgendwas, vertrau mir, okay? Nicht nur irgendwas. Ich meine, wir sind ja jetzt hier nicht irgendwie, Ich guck schon mal im Shop unterwegs. Nebenbei. Ja, guck doch mal. Das ist blau mit... Oh nein, 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 ich sehe schon. Ja, okay, Sonderangebot. Also die einzigen Sonderangebote, die blau sind, außer es sind die doppelten XP, aber davon gehe ich jetzt hier mal nicht aus. Bro, ich sehe doch schon. Okay, ja, die Champs, ja. Du weißt ja noch nicht, was es genau ist, aber ich gebe dir jetzt schon mal einen kleinen Tipp. Ich kann mir schon denken. Ah, okay. Ja, krosse Kröten. Die krosse Kröten, lass mich raten, es sind bestimmt die für 50.000. Bro, hey, entspann dich jetzt erstmal. Guck mal, weil du es ja jetzt eh schon weißt, machen wir das hier mal ein bisschen schneller, ne? Ja. So. Sag mir einfach nur den Betrag. Bro, guck mal, ich geb dir einen Tipp, ne? Ja. Hier ist eine 9 mit drin, okay? Ja, gut, okay. Dann entweder, okay. Ja, wobei die 9 ist überall. Die 9 ist bei allen. Ja, deswegen, und ich geb dir noch einen Tipp. Ja. Hier ist eine 0. Ja, das könnte auch bei allen sein. Ja auch. Ja, okay, jetzt sind es verdammt viele Nullen. Okay, es ist entweder... Ja, okay, es ist die 50.000. Okay, ich muss jetzt nochmal... Okay, aber wir haben ja Juwelen aufgeladen. Okay, ich kaufe mir die 50.000 krossen Kröten. Ist okay, Bro. Dafür sind wir hier. Okay. Ich meine, wir haben ja auch ein komplettes SpongeBob-Update, ne? Deswegen ist das ja auch sinnvoll. Was ist jetzt gerade? Ich kriege hier eine Nachricht. Meilenstein erreicht. Einfordern. Oh, geil. Ich glaube, für meinen Club haben wir 200.000 jetzt gesammelt. Oh, cool. Da kriegen wir ein paar Juwelen. Okay, das ist super. Okay, ja gut. Das ist nicht schlecht, Max. Ja. Und Aufgabe erledigt. Du fragst dich jetzt bestimmt, was du damit machen sollst, ne? Ja. Deswegen guck zu und dann siehst du es. Ja, guck mal, okay, er malt die krosse Krabbe. Ja, ja, es ist die krosse Krabbe. So, ich meine, irgendwohin musst du ja dein Geld auch ausgeben, weißt du? Bro, du musst nicht weitermalen. Alles gut, ich gehe in die krosse Krabbe rein. Ja, okay. Ich sehe hier schon die ganzen Angebote, ja? Ja, aber guck mal, eine Sache. Ja. Das ist nochmal wichtig hier. Schau mal. Bam, alle? Was? Alles? Alles kauft in der krossen Krabbe direkt. Okay, Leute, wir müssen jetzt hier jedes Angebot in der großen Krabbe. Da ist Mr. Krabs. Und was hast du da für Angebote drin, Bro? Ich weiß nicht, die sind alle noch zu. Ja, dann musst du die mal öffnen jetzt. Neues Angebot. Ich mach mal alle auf erstmal einmal. Ja. Und dann gucken wir uns die an, Leute. Und gratis. Mit ein bisschen Glück hast du die neuen SpongeBob-Skins direkt drin. Hä, meine Verbindung wurde gerade getrennt. Ich wurde gehackt oder so. Ich glaube, wenn du jetzt nochmal reingehst, dann passt das. Ah, okay. Zack, zack. Zack. So, okay, jetzt sehe ich alles. Also wir haben einmal ganz... Boah, wie teuer! Einmal hier Mr. Krabs ist das erste für 10.200 krosse Krabben-Dollar oder wie das heißt. Ja, Alter, das ist der Mr. Krabs Tick-Skin, der ist richtig geil. Boah, der sieht aber auch wirklich krass aus.
Dann haben wir da Megalodon, Megalodon-Skin. Ah ja. Dann haben wir da noch ein bisschen Gary und sowas, 6200. Dann noch hier so Gary, dann Star Drop. Oh, Star Drop ist auch cool. Und Power-Menü gratis. Soll ich jetzt, ich kaufe jetzt einfach mal alles, ja? Hast du gesagt? Kauf einfach mal alles und ich bin gespannt, was du zu Mr. Crabstick sagst. Ey, wie cool ist das aber mit diesen Boxen? Ultra, gell? Das ist richtig cool. Wie so Happy Meal. Und genau, und zwar, das sind ja so Power-Ups, ne? Mit denen du quasi so richtig OP dann bist in Brawl Stars. Ja, wie krass. Und jetzt habe ich noch einen Star-Drop hier bekommen. Oh, der bleibt aber leider selten, Leute. Ey. Oh, sehr episch. Oh. Ah, selten. Okay, war nichts drin. Selten, super selten. Nochmal selten. Ach komm, vielleicht jetzt gönn nochmal. Vielleicht kriegst du noch einen legendären Star-Drop, weil wie krass. Fehlt noch einiges. Wie krass ist das? Man bekommt hier. Oha! Wie viele Star-Drops man bekommt! Ja, Mann. Woohoo. Also ich muss sagen, diese SpongeBob-Season bis jetzt finde ich richtig krass, Leute. Ja, Hyperladung! Ein Hyperladung-Star-Drop habe ich auch noch bekommen für Mortis. Alter, okay, das ist geil. Der ist auch komplett neu, der von Mortis. Alter, heftig. Okay, dann haben wir wir müssen ja alles kaufen. Dann kaufen wir natürlich hier als nächstes noch wieder einen Megalodon-Skin. Alter, ich habe einen Funwender bekommen. Haha, Junge. Geil, ja. Der ist sehr stark, Marc. Das ist crazy. Oh, legendärer Star-Drop! Oh. Legendär, Bro. Okay. Warte, wenn du jetzt, was Krasses ziehst, dann musst du eine Aufgabe weniger machen. Was hast du bekommen? Ich hab nur Credits bekommen. Okay. Ich hab nur Credits bekommen. Schade. Hier nochmal selten. Alter, einfach ein Legendary Star-Drop gerade schon gezogen. Was ist hier schon wieder los, Leute? Jetzt nehmen wir noch die kleinen Angebote hier noch mit. Okay, die Kritzel-Ananas-Haus habe ich hier noch bekommen. Auch süß. Geil. Oh, da nochmal ein Star-Drop. Oh, die Holzklarinette. Ey, das ist aber für SpongeBob-Fans ist das schon krass, die Season. Ultra, ey, yo, was man hier alles bekommt. Übel cool. Ich bin ja auch. Bist du auch schon immer so ein SpongeBob-Fan? Ey, ultra. Ich habe das so gesuchtet früher. Ich habe gefühlt alle Folgen gesehen. Das Ding ist ja, wir in unserem Alter, wir sind ja wirklich damals damit aufgewachsen. Ich kann mich Real Talk noch erinnern, als die erste SpongeBob-Folge damals kam bei Super RTL. Das war so um die 2000. Ich glaube, wann war das? 2003 oder so? Irgendwas um den Dreh. Also da war ich noch richtig klein. Ich habe das immer auf Super RTL geguckt und dann noch Nickelodeon. Ja, Nickelodeon war auch mythisch. Oh. Ah, Spiele-Icon. Schade. Okay. Und hier nochmal den Gratis-Ding, da kriegen wir einen Krabben-Burger. Einen schönen Krabben-Burgi. Ja, gut, okay. Burger-Pommes meinst du, ne? Burger-Pommes, auf jeden Fall. Also wir haben die krosse Krabbe einmal komplett leer gekauft. Mr. Krabs freut sich auf jeden Fall, der Paul Berger. Sehr gut. Okay, ich habe die Aufgabe erfüllt, Lukas. Ja, gut, okay. Lukas, dann hau mal raus jetzt hier das Nächste, ja? Ist das schon alles hier, was du hast für mich? Bro, guck mal. Ich dachte, es wird schlimmer. Warte mal. Du hast ja gesagt, du bist ein SpongeBob-Fan, habe ich jetzt mal so rausgehört. Ich bin ziemlicher SpongeBob-Fan. Ja, ich tatsächlich auch. Und du wirst ja bestimmt Spaß daran haben, noch mehr SpongeBob-Sachen zu bekommen. Ich sehe schon, Leute. Das erkennt man doch direkt. Komm, mach noch die Farbe dann. Ja, Bro. Dass auch jeder sieht. Ach, okay. Den neuen Brawl Pass. Brawl Pass. Du hast nicht den Brawl Pass Plus gesagt. Ach so? Ey! Ja, Bro, weißt du? Digga, wir geben ja doch, wenn dann geben wir auch direkt alles aus, weißt du? Ja, okay, Leute, wir kaufen jetzt hier den Brawl Pass Plus. So, zack, hier nochmal für 12 Euro. Was soll der Geiz? So, okay, Leute, wir können den jetzt hier aktivieren. Und bam! So, natürlich die nächste Aufgabe erledigt. Okay, jetzt sagst du einmal ganz durchkaufen. Jede Stufe, Max, du weißt Bescheid. Ey, Leute, das kostet ja auch wieder so viele Juwelen, ey, Mann. Ja, Max, wir geben heute alles aus, was wir können. Ich merk schon. Aber von den 240 Euro, die werden heute noch verknallt, ne? Natürlich, vielleicht auch ein bisschen mehr noch. Aber Max, der Thaddeus Mortis, der ist ultra geil. Ja? Der lohnt sich wirklich. Okay, da freue ich mich ja sogar drauf. Der hat so eine riesige Klarinette und ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber ich war immer Thaddeus-Fan. Thaddeus, ja, ich sag ehrlich, ich war immer Patrick-Fan. Ich habe immer Patrick sehr gefeiert. Safe, aber ich hab's immer lustig gefunden, wie Thaddeus immer so gar keinen Bock auf alles hatte. Ja, safe. Oh mein Gott, die SpongeBob-Season, das ist ja wirklich krass. Leute, ich kaufe das jetzt hier mal schnell durch und dann zeige ich euch gleich diesen neuen Skin. Ja gut, also ich habe jetzt hier mal durchgekauft. Ich sammle jetzt aber hier trotzdem noch einmal kurz die ganzen Gems ein, weil ich glaube, die können wir heute noch gebrauchen im Video, Leute. So, zack, die hier auch einmal. Zack, 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 zack. Okay, also wir haben das Ding jetzt hier einmal komplett durchgekauft, Leute. Sehr gut. Ey, muss ich eigentlich auch die Star-Drops jetzt hier direkt öffnen?
Bro, alle Star-Drops, hau die richtig durch, Mann. Vielleicht ist ja was. Okay, okay, na gut, Leute. Dann machen wir jetzt hier noch die Star-Drops alle auf. Wenn der Lukas sich das wünscht, dann kriegt er das heute auch hier. Wir sagen natürlich zu nichts nein. Okay, hier nochmal ein seltener. Also Max, du kriegst aber noch eine zusätzliche Aufgabe. Oh nee, jetzt wieder nicht wieder irgendwelche Tiergeräusche jetzt hier machen. Ey Bro, noch schlimmer. Epic! Zwar, okay. Ah, nix, nix. Okay, ja, was immer denn? Wenn der Star-Drop selten bleibt, musst du einen SpongeBob-Charakter nachahmen, okay? Und ich würde sagen, als erstes musst du Patrick nachmachen. Hä, das ist voll schwer, die nachzumachen. Ja, warte, ich gebe dir kurz ein Beispiel. Hallo, SpongeBob. Ist Mayonnaise auch ein Instrument? Hast du das gerade gemacht? Ja, ja. Bro, hey, du kannst das voll gut. Okay, okay, krass. War krass, krass, sagst du? Das war richtig gut. Ja, ah, und es bleibt nur selten. Es bleibt nur selten. Okay. Hallo, SpongeBob. Ist Mayonnaise auch ein Instrument? Ja, gut. Ey, war auch gut, war auch gut. Ah, oh mein Gott, super selten, Gott sei Dank. Leute, bei so einen Aufgaben, da hoffe ich immer, dass es nicht selten ist. Du kannst dir ja schon mal direkt den nächsten Charakter überlegen, den ich nachmachen muss. Oh, Epic! Oh, stark, stark. Oh! Oh, was hat das? Neuer Skin GT-Max. Nice. Ja, super selten, wichtig. Wichtig, let's go, Leute. Sehr gut, Max. Sehr, sehr wichtig, sehr, sehr wichtig. Ich würde sagen, als nächstes machst du dann SpongeBob einfach. SpongeBob? Oh mein Gott, wie macht man SpongeBob nach? Epic! Ja! Ich habe auch gerade Glück. Ich habe ja auch gerade Glück, Leute. Kein... Nein, 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 es bleibt selten. Nein, 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 nein. Okay, Leute, wir müssen jetzt SpongeBob als nächstes nachmachen. Wie macht SpongeBob? Mir fällt gerade was ein. Mir fällt gerade was ein. Hat er nicht so immer gemacht so, ich bin bereit, ich bin bereit, ich bin bereit, bin bereit. Du musst ja die SpongeBob-Stimme auch noch nachmachen. Ja, okay, wie soll ich denn SpongeBob-Stimme nachmachen? Ja, Bro. Ich bin bereit, ich bin bereit, ich bin bereit. Keine Ahnung, keine Ahnung. Das ist voll schwer. Wie würdest du denn SpongeBob nachmachen? Ich bin bereit, ich bin bereit. Ich merke schon, du kannst das, du kannst das. Okay, nein, es ist wieder selten. Oh ja, dann machst du als nächstes Thaddäus. Oh, Krieg dich mal richtig über SpongeBob jetzt auf, weißt du? Aber wie macht man die Thaddäus-Stimme? Mit Nase zu, oder so? Ja, ja, so nasal irgendwie. Krieg dich mal, weißt du, guck mal, SpongeBob hat gerade deine Holzklarinette zerstört oder so. Ich bin Thaddäus, ich bin Thaddäus, ich bin Thaddäus. War das nicht dieses? Kennst du das nicht, wo die sich so in Thaddäus verwandelt haben? Ja, doch, doch, stimmt. An meinen Cutter immer jetzt hier mal die Ausschnitte einblenden. Ich bin Thaddäus, er ist Thaddäus, wir beide sind Thaddäus. Okay, super selten, Gott sei Dank, da muss ich hier nichts machen. Sehr gut. Ich würde sagen, als nächstes musst du Mr. Krabs nachmachen. Okay, das ist einfach. Mr. Krabs einfach. Okay, selten. Selten. Mr. Krabs, ganz einfaches Ding. Geld, Geld, okay. Geld, 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 Geld. Ganz einfaches Ding. Ja, das war stark, ja. Sehr stark. Nein, schon wieder selten. Nein. Oh, nochmal. Plankton. Plankton. Oh mein Gott, wie macht Plankton? Wie hört sich... Oh Gott, ey, ich habe den schon so lange nicht mehr gehört. Wie hört sich Plankton an? Mach du mal Plankton. Ey, Bro, ich weiß gerade auch nicht. Ich bin ehrlich mit dir. Die Krabbenburger-Geheimformel. Oder mach diesen... Von diesem Gemälde, diesen Typ, weißt du? Oh, wer wohnt in der Ananas im ganz tiefen Meer? Ey, das ist das beste Ich kann Video, das nicht mehr. Ich kann, Leute, ich kann das nicht mehr. Es war wieder selten. Oh Gott. Es war wieder selten. Ah, Bro, ich erlöse dich, aber ich würde sagen, eine Sache musst du noch nachmachen. Eine musst du noch machen, okay, okay. Wen gibt's denn noch? Sandy gibt's noch. Sandy, genau. Sandy, die macht doch immer Karate. Karate, Sandy. Aber ja. Nee, warte, die war doch so Texanerin so. Howdy, howdy, SpongeBob. Aber die spricht richtig hoch. Howdy, howdy, SpongeBob. Ich habe keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, wie Sandy da war. Sehr gut. Okay, also wir haben jetzt auf jeden Fall alle Star-Drops geöffnet. Der letzte legendäre jetzt auch noch. Oh! Neuer Skin, Glocke Nani. Glocke Nani, nice, okay. Jetzt hier auch nochmal ausrüsten. Und jetzt, Freunde, kriegen wir einfach hier den Klarinetten Thaddäus Mortis. Neuer Skin Thaddäus Mortis. Der ist schon wild. Der ist schon wild. Der ist schon richtig nice. Ich sag ehrlich, weil der so wild ist, ne, kannst du den jetzt mal in dem neuen Modus Trio Showdown ausprobieren. Ja, hallo, warte mal. Wenn du willst, dass ich dir was mache, dann musst du es auch malen, Lukas, ja? Wir sind hier nicht bei Wünsch dir was. Wir sind hier bei Mal dir was. Okay, Bro, dann ich mal dir was, ja? Okay. Vielleicht erkennst du es ja, vielleicht auch nicht. Ich bin gespannt. Eine Paul Berger Limo. Ah, nicht ganz, Bro, nicht ganz. Jetzt habe ich aber auch Durst bekommen hier. Dunkelblau. Oha, gönnst du dir hier, oder was?
Ah, ich dachte, du meinst eine Paulberger Limo. Jetzt habe ich Durst bekommen. Wow, was für Paulberger Limo. Ich muss heute leiden, nicht was Leckeres trinken. Oder so. Okay, was ist das denn, was du malst hier? Hä? Leute, also da habe ich gar keine Ahnung, was das sein soll. Ja, ja. Ich weiß, es ist ein bisschen schwierig auf den ersten Blick, oder? Ja. So, schau mal. Was soll das sein? Ist wieder irgendwas im Shop. Es sieht irgendwie nach wie so ein Angebot aus wieder. Das ist was grün, aber ich glaube, da gibt es nichts mit grünem Hintergrund im Shop. Nee. Außer also, es sind schon wieder Juwelen. Bro, ich sag ehrlich, das ist sehr schwer zu malen. Es ist wirklich sehr, sehr schwer zu malen. Leute, erkennt ihr es? Schreibt es mal in die Kommentare. Boah, ich glaube sogar, die Zuschauer könnten es erkennen. Okay, also Bro, das hast du jetzt gemalt hier. Ja, guck mal, Bro. Ich komme nicht drauf. Was ist es? Sag's mir. Guck mal, hier so ein kleiner Tipp. Trio-Showdown, eine Runde, eine Trio-Runde ja, sollen wir spielen. Mit mir. Mit dir, eine Trio-Runde. Mhm. Ja, dann, ich schwöre, das habe ich so krass gemacht. Wo kann man das denn hier im Team spielen? Wo ist denn hier dieses Trio? Das sieht doch gar nicht so aus. Hä? Bro, du musst auf die Ereignisse gehen. Auf die Ereignisse? Welche? Ach, hier. Neue Saison oder was? Oder wo muss man hinklicken? Bro, unten auf deinen Modus. Ach, hier. Ah, Leute, ich bin ja voll lost hier. Bro. Ach so. Oh mein, ey, Leute, ich habe so lange kein Brawl Stars mehr gespielt. Das hier hast du gemalt, dieses Feld. Ja, lol. Digga. Trio Showdown. Ja, okay, dann lad mal ein, Junge. Bro, ich habe auch einen Überraschungsskin für dich ausgewählt. Ach, okay. Ja, ich bin gespannt. Und let's go. So, oh Gott, aber ey, ich habe noch gar keine Upgrades mit meinem Mortis. Ah ja, die solltest du mal schnell machen. Warte mal, ich mal das nochmal schnell. Schau ja, mal. Okay, ich verstehe schon. Mortis. Bro, und zwar hier auch. Einmal ganz upgraden. Okay, Leute. Machen wir natürlich hier direkt maximale Stufe. Bam. Und Powerstufe 11, Leute. Ich hau jetzt hier einfach irgendwelche Gadgets rein. Keine Ahnung, irgendwas, Leute. Ja. Was soll der Geiz? Zack, Mortis hier voll geupgradet. Werde ich wahrscheinlich nie wieder spielen, aber egal. Okay, ich bin ready. Alter, was? Du bist Patrick! Ja, Digga, wie findest du meinen Skin? Ey, voll cool. Einfach, wir spielen als Thaddäus und Patrick. Junge, wie krass sieht die Map aus? Das ist einfach Bikini Bottom, wo wir jetzt drauf spielen. Ey, also ich muss sagen, ich feiere die Season unnormal. Digga, die ist geisteskrank. Und Yo. Du siehst, du hast diesen Pfannenbänder, ne? Ja. Und wenn kurz bevor ein Gegner tot ist, wenn du den angreifst, tötet dieser Pfannenbänder einfach den Brawler. Also das ist wie so ein Finisher, weißt du? LOL. Und guck mal, diese Mag, du siehst so, da schweben Burger Pommes um die rum. Ja. Genau, und das ist quasi auch so ein Power-Up, wo man dann mehr Leben hat, Schild und so weiter. Ey, das ist ja voll crazy, auch hier die Map, ey. Ich feiere das komplett, Leute. So, bleib am besten bei uns, Max. Ja, das ist schwer, okay, sag ich dir schon mal. Okay. Weil wir spielen auf 900 Pokalen. Oh Gott, ist das hier eine Pro-Runde direkt? Ja, ja. Um Gottes Willen, ja, ich merke schon, ich krieg hier schon den Shot aus dem Nichts. Bleib am besten so ein bisschen hinten dran. Und, Alter, sehr stark, sehr stark. Nice, Gott, haben wir einen gut erledigt. Komm, wir pushen den. Oh, nein, ich bin gestorben. Gott, wie schnell bin ich down gegangen. Oh Gott, wie schnell bin ich down gegangen. Alles gut. Also wir spielen ja wirklich gegen Ultra-Pros, okay? Okay. Ich habe jetzt natürlich keine Power-Cubes mehr. Das ist nicht schlimm. Also im Prinzip, wir können einfach ein bisschen abwarten und wenn dann Action ist, dann können wir reingehen. Aber erstmal muss unsere Mag schießen, weil die hat die meiste Reichweite. Ja. Okay, wir müssen wieder ein bisschen zurück zur Mag oben. Wieder Rückzug, Mag, genau, du musst regeln. Rückzug. Okay, guck mal, hier ist, die können wir kriegen. Ja, ja, die ist alleine. Die ist von der Herde getrennt. Stark. Oh nein. Okay, aber wir... Ich habe die Power-Cubes. Stark, das war gut. Oh nein, ich bin fast tot. Nein! Oh. Okay, das war wirklich auch eine Pro-Run. Aber wie schön sieht die Map aus. Richtig cool. Bro, wir sind Platz 2 geworden. Alter, strong. Das ist sehr strong. Ja, hat auch Bock gemacht. Okay, und einen Star-Drop kriege ich auch wieder. Ich auch. Okay. Okay, dann würde ich sagen, Lukas, du darfst weitermachen mit der nächsten Aufgabe. So, Max, jetzt musst du ganz genau hingucken. Ich bin bereit. Jetzt, es wird auf jeden Fall relativ simpel, das, was ich jetzt male. Okay, ich bin gespannt. Okay, ich bin gespannt, was du sagen wirst. 83 von 83. Oh mein Gott. Okay, ich check schon. Du checkst. Leute, wir haben ein bisschen länger kein Brawl Stars mehr gespielt. In der Zwischenzeit sind 2 neue Brawler gekommen. Ich habe 81 von 83 und du willst jetzt wahrscheinlich, dass ich mir noch die beiden fehlenden Brawler kaufe. Richtig, ne? Mo und Clancy? Ja, okay. Habe ich einfach noch nicht. Okay, Leute, wenn Lukas das malt, mache ich. Finde ich gar nicht mal so schlimm, weil ich will natürlich sowieso jeden Brawler mal haben. Das war einfach... Ich habe echt länger kein Brawl Stars mehr gespielt. Ich bin voll raus. In letzter Zeit nur Minecraft, Leute. Wollt ihr mal wieder öfter Brawl Stars sehen, dann lasst ein Like und ein Abo da. Ganz richtig, Freunde. Dann hier noch
Mo, also den kenne ich ja auch gar nicht. Lol, was ist das? Eine kleine Ratte ist das. Der kann es durch den Boden bohren. Jo. Und dann kann man den nicht angreifen in der Sehr Zeit. Sehr crazy. Boah, kostet auch viel. 350 Gems. Aber Leute, kaufen wir jetzt hier auch mal wieder. Zwei Let's neue go, Mütliche. Also du siehst, Lukas, ich habe meine Pflicht erfüllt. 83 von 83 habe ich jetzt hier. Okay, Max, jetzt wird's komplett krank, sage ich dir. Okay? Wie? Ist das jetzt hier das Finale oder was? Das ist das Finale jetzt. Oh Gott, Leute, ich habe Angst. Ich habe gar keine Ahnung. Ich habe gar keine Ahnung. Sind das die Augen? Ist das SpongeBob? Bro, soll jetzt das entspann dich mal hier. SpongeBob sein? Ist das irgendein Skin für SpongeBob oder sowas im Shop? Im Shop kannst du mal gucken, ne? Keine Ahnung. Gibt es irgendwie so ein SpongeBob? Es sieht ein bisschen nach SpongeBob aus, aber irgendwie mit einem blauen Kopf. Okay, ja. Warte mal, da rechts sehe ich was. Warte mal, bei Club? Hä, SpongeBob El Primo Skin? Das sieht so... Das ist der doch. Vielleicht, Das ist ja. der doch hier, der SpongeBob El Primo Skin. Okay, Bro. Das ist der. Es ist der SpongeBob El Primo. Und den soll ich mir jetzt kaufen, oder was? Der kostet ein bisschen was. Schau mal, ich mal dir jetzt hier den Preis hin, ja? Ja. Also erstmal, man muss den in diesem Krusty Cash kaufen, ja? Mit dem Krusty Cash, okay, kein Problem. Okay, wir jetzt kaufen schau mal, Krusty wie viel Cash. Der kostet, okay? Ach, das ist hier dieses Glas. Man muss dieses Glas hier füllen und dann hat man 400.000. Ah, okay, ich verstehe das hier. Du musst jetzt den SpongeBob-Skin für 400.000 Krusty Cash kaufen. Ey, Bam. Das ist voll viel. Du musst jetzt für den ganzen Club den Wie ist das hier? Normalerweise sammelt man so quasi Spenden mit seinem Club und muss das Glas voll machen, oder was? Das ist normalerweise so, okay. Aber wir machen es heute ein bisschen anders. Das heißt, du musst jetzt alles Krusty Cash kaufen, was du irgendwo auftreiben kannst, also, um den Skin zu bekommen. Das Gute ist, mein Club hat schon 228.000. Also wir haben die Hälfte schon. Der Acrimex Fanclub. Ja. Okay. Gut, das heißt, Leute, wir müssen das machen. Lukas hat es gemalt, wir müssen die Aufgabe erledigen. So, ich kaufe jetzt einfach mal alles, was ich hier im Shop kaufen kann. Hier nochmal für 600 Gems, kein Problem. Dann hier nochmal, zack. Ich kaufe jetzt hier alles. Dann hier nochmal das 10.000er Pack. Alles wird hier gekauft. Ja. Und zack, okay. Was habe ich hier? Oh, hier vorne habe ich noch sowas nochmal gratis. Oh, hier kriege ich auch gratis Dinger. Gratis Krusty Cash. Ja, genau, das kannst du auch mal komplett abholen. Das sind immer, sind aber nur 100, ja, ist nicht so viel. Am ersten Tag waren es 1000, Am ersten waren es 1000, dann sind es nur 100. Du hast auch ein Angebot, wo du so durchkaufen kannst und du musst sowieso alle Angebote holen, die es nur gibt mit Krusty Cash. Das Ding ist, ich bin mir aber nicht sicher, ob wir damit jetzt auf die 200.000 hier kommen, die noch fehlen. Ja, musst du mal sagen. Wie weit bist du schon beim Kaufen? Warte, also ich muss jetzt hier noch diese kleineren Angebote hier holen. Oh Gott, Leute, ich bin gespannt. Ey, Leute, wir geben hier so viel aus. Ich habe fast meine ganzen Juwelen ausgegeben, die ich heute kaufen musste. Ey, es ist so crazy. Digga, ey. Es ist so crazy, Leute. Was? Mir fehlen sogar gerade noch ein paar Juwelen. Oh mein Gott, ja, da musst du aufladen. Bro. Aber warte, ich kann... ich könnte einen weiteren noch kaufen, dann wäre geschlossen, erst ab Tag 12. Aber ich sehe gerade die drei... Warte mal, wir gucken mal, ob ich das überhaupt jetzt hier erreichen kann. Shop, wir sind gerade bei 315.000. Das fehlen aber noch quasi 85.000, damit wir den SpongeBob kriegen. Ehrlich, was soll ich jetzt machen? Ich sag dir ganz ehrlich, Max, Leute, du musst dir jetzt einfach einen Weg überlegen. Es fehlen trotzdem irgendwie kriegen. Noch 85.000. Kann noch jemand Angebot holen? Ich schreibe in unseren Club-Chat. Wie viele sind gerade online bei dir im Club? Siehst du quasi oben. Also es sind nur 2 von 30 gerade drin. Oder online. Das dauert also ein bisschen. Nein, Leute. Das darf nicht wahr sein. Wir haben voll reingepaid. Ja. Okay, Bro, pass auf, warte mal, aber morgen kann ich mir doch bestimmt nochmal neue Angebote holen, oder? Kommen dann neue? Normalerweise, also morgen, beziehungsweise vielleicht auch übermorgen, aber musst du auf jeden Fall einen Weg finden, den jetzt zu bekommen, den Skin. Okay. Ich werde auf jeden Fall die Aufgabe erledigen. Leute, ich würde sagen, wir sehen uns morgen nochmal. Ich kann hier gerade leider keine Sachen mehr ausgeben. Das ist hier maximal voll. Aber ihr werdet auf jeden Fall jetzt gleich trotzdem hier den Skin eingeblendet sehen, wenn ich ihn habe. Oh mein Gott, Leute, das Glas ist jetzt voll, wie das einfach aussieht. Meilenstein erreicht. 400.000 Krusty Cash insgesamt gesammelt. Wir fordern jetzt ein und let's go! Oh mein Gott! Junge, sieht das krass aus. Neuer Skin, SpongeBob El
Primo, Freunde, wir haben es geschafft. Jetzt ausrüsten. Das war die Aufgabe von Lukas gewesen. Wir haben natürlich hier jede Aufgabe erfüllt. Das war echt krass. Wir haben so viel hier reingepayt, Leute. Lasst auf jeden Fall gerne mal ein Like und ein Abo da, weil wir jede Aufgabe erfüllt haben. Und dann würde ich sagen, Leute, das war es gewesen. Bis dahin, haut rein, Leute. Euer Crymax.